Franz Meerstonk, Günther Willers und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Das ist Chaiwat, mein Dolmetscher und meine rechte Hand hier in Thailand. Mr. Willers? Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Mr. Lammers hat mir erzählt, Sie sind den neuen Partner. Herzlich willkommen in Thailand. Partner ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, wa? Soviel ich weiß, sollen wir Lastwagen fahren, gegen Bezahlung, ne? Das werden wir in Ruhe im Büro besprechen. Steckt erst mal ein. Freddy, ist das hier das normale Wetter? Ich würde sagen, es ist ein ziemlich kühler Tag heute. Mal sehen. 41 Grad. Chaiwat, was liegt heute noch an? Oh, reichlich. 14.30 Uhr, Besprechung mit Mr. Habib von der arabischen Botschaft, wegen Tikholz wurde. Er wird langsam ungemütlich. 15.30 Uhr, Gespräch im Ministerium für Transport und Verkehr. Und 16 Uhr? Schon gut, nicht alles auf einmal. Du, da fährt die ganze Zeit ein Typ neben uns her. Verdomme, das ist Meng. Der Gorilla von meinem Spezialfreund Han Po. Los, häng ihn ab. Han Po? Den kennen wir doch. Ja, das ist der Typ, den wir im Holland die Tour mit den Diamanten vermasselt haben. Ja, das ist auch der Typ, der mir bei jedem Geschäft in die Quere kommt. Den habe ich gefressen. Ich habe eine tolle Fuhre für euch. Hier oben liegt Wang Tung, Distrikt Mae Hong Son. Vandaar müssen drei Stämme Teakholz innerhalb der nächsten 48 Stunden nach Bangkok. Wenn nicht, zahle ich eine hohe Konventionalstrafe. Wie viele Kilometer? Knappe 1000. In zwei Tagen, wo liegt da das Problem? Auf der Straße. In Thailand liegen die Probleme auf der Straße. Unsere Probleme liegen immer auf der Straße, Chef. Und da oben im Holzlager, geht alles klar? Mein Bruder Jan schmeißt den Laden dort. Er ist ein bisschen schrullig, aber ihr werdet euch schon an ihn gewöhnen. Okay, warum fahren wir nicht los? Fahren ist nicht. Fliegen, morgen früh. Oh, da haben wir ja den ganzen Nachmittag Zeit, uns Bangkok anzugucken. Komm rein! Ich bin nicht mehr nur, oder?
Thanks, man. You saved my life. I can't swim. Was wollten die eigentlich von dir? Ja, weißt du, in dieser Gegend sind immer ein paar Typen, die irgendwas von dir wollen. Du bist neu hier, hä? Ja, ich bin heute erst angekommen. Und du? I've been here for 10 years, hanging geblieben. Und? Ein bisschen Heimweh? Heimweh, wie? Home is where the money is. Was bist du, Amerikaner? Und du bist ein Kraut. Pass bloß auf, du. Gleich bin ich ein Sauerkraut. Dann liegst du wieder im Wasser. Pull it over here. Put some Thai boxing. Komm eine Verabredung. Business, verstehst du? Willst du mitkommen? Nein, schönen Dank. Ist gut gemeint. Was ist das? $500. Hey, what's your name anyway? Franz Meerstorm. Jackson. Nichts ankommt. Warum macht ihr das nicht selber? Haben wir damit haben wir irgendein. Weil wir unsere Hände nichts schmutzig machen wollen. Okay, that's cool. Es gibt noch zwei deutsche Fahrer. Franz, die beide auf dem Truck sitzen. Möchte er gerne auch haben. Wie viel? Nein. 10.000. Okay. You call these pictures? You're not much of a photographer, my friend. Ma, you want to go over there? Soll ich mal versuchen? คงจะทำอะไรแล้วแต่ก็ตังนะจะจบของสำเร็จ Ist ja interessant, aber... Verstehst du ihn denn? Nee, ihn nicht, aber dich? Was hat er denn gesagt? Du sollst auf allen Wegen die Augen offen halten. Danke. Das mache ich immer. Erst recht in meinem Beruf.
Du hast eine schwere Aufgabe, aber sie wird dir gelingen. Ich bin Jan Lammers, die kleine Bruder von dir, André Lammers. Und warum arbeitet hier keine Menschenseele? Doch. Normalerweise sind da 40 Mann. Aber die sind heute Morgen alle spurlos verschwunden, wie durch Geisterhand. Warum? Haben Sie den Namen Hans Poh schön gehört? Ja, den haben wir schon mal gehört. Seine Handlanger waren hier. Sie hatten den Holzarbeiter bedroht. Sie hatten gesagt, wenn noch ein Stamm aufgeladen wird, knallt's. Und jetzt stehe ich Mutterseele alleine da. Deswegen habe ich mir auch eine genehmigt. Kann Ihnen in meinem Zustand leider nicht behilflich sein. Soll das heißen, dass die Stämme noch gar nicht aufgeladen sind? Ja, doch, 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 doch. Ich glaube, einer ist schon oben. Was meinen Sie? Kriegen wir unterwegs noch Schwierigkeiten mit Handbusleuten? Das kann man ja wohl nicht ausschließen, ne? Jetzt mal unter uns, haben wir beide eine Chance, die Stämme alleine aufzuladen? Ich würde mal sagen, nein. Dann können wir wieder zurückfliegen. Ich will mal sagen, ja. Ich weiß nicht, das Ganze stinkt mir irgendwie. Ich finde die Gegend ein bisschen ungemütlich. Stell dir mal vor, du und ich in München im Biergarten, jeder eine kalte Maß vor der Nase, Schweinebraten mit Klößen. Und dafür willst du den ganzen Weg wieder zurück machen? Nix. Ohne Bezahlung? Nee, nee. Fahren wir schon schöner. Also, wir kriegen die Dinger hier rauf? Ey, Jan! Schick mal 100 Mann rüber zum Aufladen! Komm, vergiss doch den Typen. Hast du schon mal auf so einem alten Kran draufgesessen? Ich fahr alles, was Räder hat. Hör nix. Heißer! So ein Typ würde doch bei uns kein Bein auf die Erde kriegen. Von wem redest du? Na hier, der Bruder von Lammers. Was meinst du, hat der nur auf den Pudding gehauen? Glaube ich nicht. Sonst wären nicht alle seine Leute verschwunden.
Vielleicht hat er Ihnen die Löhne nicht ausgezahlt und das ganze Geld versoffen. Kannst du nie wissen. Naja, Hauptsache, wir haben unsere Ruhe. Ne? Naja, aber 7 Stunden haben wir schon verloren durch den Trottel. Ach, hol doch lässig wieder rein, Franz. Kommen hier rüber mit den Stämmen? Warum denn nicht? Vor uns sind auch schon Leute mit Holz nach Bangkok gefahren. Weißt du, ob die hier lang gefahren sind? Hast du einen anderen Weg gesehen? Nee. Also. Ich guck's mir lieber mal an. Einfach daneben. Okay, zurück und durch den Fluss. Brücke, da hat jemand dran gefummelt. Deswegen mache ich mir jetzt keinen Kopf. Wir haben nur noch 1,5 Tage. Ah, ich weiß nicht. Hast du gehört, was der Bruder vom Lammers gesagt hat? An Po hat was dagegen, dass die Fuhre nach Bangkok kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wegen der 3 Balken so ein Theater machen. Hast du eine Ahnung? Weißt du, wie viel von Nierholz sie daraus schneiden? Kann man ja leicht ausrechnen. 1,20 m mal 10 m. Sind immerhin 5000 Quadratmeter von hier, in Teak. Ja, siehste. Damit kann der Botschafter sein Haus von innen und außen zukleben. Da wird einem plötzlich klar, wieso der Lammers so eine hohe Konventionalstrafe zahlen muss. Ja, da hätten wir vielleicht mehr verlangen sollen. Alte Kiste macht mich richtig fertig. Mir flimmert schon vor den Augen. Mensch, du bist ja längst fällig. Komm rüber. Pass auf, Gegenverkehr. Hoppa. Ab ihn. Oh Mann. Der Karl. Sag ich doch. Schütt mal was drüber. Über den Nacken? Ja. Oh. Schön frisch das Wasser, wa? Ja, 40 Grad. Platten, vorne links. Mal hier. Oh, warte. Kommt das denn hier her? Ich sag nur, ein Krähenfuß kommt selten allein. Wollen wir mal gucken, ne? Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die haben einen ganzen Eimer ausgeschüttet. Und schön eingegraben. Guck. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13? 14. Mein lieber Schwein. Dann war der Brückenpfeiler doch kein Zufall. Ich sag nur eins, Han Po. Und ich sag, wir fahren weiter. Wie viele Stunden haben wir noch? 24. So, und von jetzt ab setzt immer einer vorne auf der Stoßstange.
kein Millimeter vorfahren. Meinst du, ob Lammers das gewusst hat? Was? Dass Hanpo uns hier so fertig macht? Kann ich mir nicht vorstellen. Hanpo! Komm raus, du feige Sau, und zeig dich! Hanpo! Wie viele Stunden haben wir noch? 21. Glaubst du, dass er dann aufsteht? Ich glaub gar nichts. Hast du eine Idee, wie der Mensch hier auf die Straße kommt? Nee. Aber ich weiß genau, dass der Jeep uns schon mal überholt hat. Das ist doch nie ein Unfall. Oh, mal sehen. Jetzt nach, was mit dem los ist. Ich glaube, wir sollten abhauen, und zwar sofort. Wir können den Mann hier nicht einfach liegen lassen. Günther. Hey. Good morning. Huh? Gonna have a little party. Over here. Get that out. Take it. So you get some mit? Ah, Kraut, mach's auf! Jetzt gießen! Und gießen! Du willst doch nicht das Ding hier anstecken. Aha. Du warst eine totale Macke, du. Ey! Bist du nicht. Ja, ich weiß, worüber hier. Ey! You shut up! Hier auch ein bisschen überall. Ich weiß, wie man das anfängt. So, ist aber drin. Okay, buddy, you're in bad trouble. Get out! Out! Get your hands up! Hey, wir kennen uns. Wir kennen uns! Huh? Fred, you old bastard! What are you doing here, huh? Ich verhalte hier, Mensch! So zufällig, dass du hier mit mir warst. Den kennst du? Das habe ich dir doch im Flugzeug erzählt. Das ist der verrückte Amerikaner aus Bangkok. Ja, du hast ja tolle Freunde. Darf ich dir meinen Arbeitskollegen vorstellen, Günther Villas. Und das hier ist Mr. Jackson. Jackson, jetzt habe ich's wieder. Sag mal, hast du die ganzen Fallen hier gelegt? Fallen? Was meinst du? Na, die Stolperdrähte mit dem Molotow-Cocktail an der Seite. Ja, das war ich. That's why I earned my money. How come? Warum fragst du? Ach, ist schon in Ordnung. Forget it. Forget it. Das stimmt. Beinahe hätte ich's vergessen. Einstein. Was ist jetzt schon wieder los? Habt ihr doch gesagt, er hat einen Sprung in der Schüssel. Go, go. You drive. Move. Can you shut up and get the truck? Ich sag ja überhaupt nicht. Nice.
zieht's nicht so. No thanks, old buddy. Ich kann den Schweißgeruch nicht aushalten. Bin too crowded anyway. Hast du eigentlich eine Ahnung, wo der mit uns hin will? Woher soll ich eine Ahnung haben? Du warst doch beim Wahrsager. Komm, ist ja schließlich dein Freund, nicht meiner. Mal, willst du mich sauer kochen oder was? Hab dir schon mal gesagt, das ist nicht mein Freund. Ich hab den einmal aus dem Wasser gezogen, das ist alles. Tja, so sieht er aus. So, willst du mich sehr neugierig, wenn ich wissen will, wo die Fahrt hingeht? Another 5 kilometers. And there's a crossroads. And here's the links. Und? Wo kommen wir dann hin? Wir schon sehen. Du gehst gleich auf die Klötze und gleichzeitig schmeiße ich mich gegen die Tür. Alles klar? Hey Jackson! Yeah? Kennst du das schöne deutsche Wort undankbar? Nie gehört! Wenn der eine dem anderen aus der Patsche hilft und der benimmt sich dann so wie du, so einer ist undankbar. Hey, kennst du das schöne amerikanische Wort Business? Nee, nie gehört. Was heißt denn das? An Paul zahlt ganz gutes Geld für euch. And that's business. Sorry, tut mir leid. An Paul. Ja, dann wird's für uns jetzt aber langsam Zeit, wollen wir? Auf drei. Eins, zwei. So, Jackson, jetzt bist du dran. Komm, los, hoch. Hands up. Mach schon, los. Komm. So, Junge, die Pfoten nach vorne. Das kannst du doch nicht machen, Franz. Aber das siehst du doch. Die brauchen wir nicht mehr, hä? Du machst einen großen Fehler, mein Freund. Werden wir sehen. Was meinst du, wie viele Tonnen haben wir eigentlich drauf? Für jede Tonne unter 30 zahle ich eine Mark. Haben wir eine andere Chance? Nee. Dann soll die Brücke mal zeigen, was er kann. Hey Jackson, hält die Brücke? Was will der denn? Der sieht doch, dass er nicht vorbeikommt. Hey, ist das nicht der Hobbyfotograf aus Bangkok? Ja, stimmt. Was macht der denn hier? Ich hab gesagt, ihr habt einen großen Fehler gemacht. Meine Leute sind überall. Willst du damit sagen, dass das die Leute von Han Po sind? Ja, für den sonst. Hände hoch. Junge, mach mir die Hände los. Die Hände ist gut so. Handbau warte auf dich. Set Goldman.
เป็นเกียรติมากเพื่อนเยอรมันของแรมเมอร์ Herr Freusig Kannst du es mal genau übersetzen? Er hat doch was von Lammers gesagt. Ja, er sagt, er freut sich, dass er die Friends vom Lammers wieder sieht. Wir sind seine Freunde, wir sind seine Angestellten. Hey, Arie Langlanger! Now what the hell is going on here? Man, you skinny little son of a bitch. Du sagst ihm, ich bekomme noch 15.000 und du machst mir die Hände los. Alle kann ich dir. Geil, hier nicht, ne? Man bei so einem Kopf, bei so einem Tor, ne? Man ist ja hacklang, John Nye. Ich komme aus der Nähe, weil er teilt, man mal weiß, hey, John Nye, du warst. Ja, am Gang, da willst du das machen. Jackson, läuft wohl nicht so, wie du es vorgestellt hast, dein Business. Du musst dir deine Geschäftspartner in Zukunft ein bisschen genauer angucken. Oh, shut up. Hey, man, this is a bunch of bullshit. Ich hab meinen Job getan. Wo ist mein Geld? I want to see 15.000. I want to see it right now. Du sollst einmal handeln. What kind of an asshole do you think I am, anyway? Oh, du, bye. Ja, bye. Leo. Hey, man, you find yourself another sucker. You can't pull this kind of shit with me. Bastards! Man, hallo, bro, dude. ไอ้ห่าเน็ตม่างเสียละเอากล้องโยนน้ำไปโยนน้ำให้ผมเอาโยนน้ำไปดูดีใจเว้ยไอ้สองตัวนี่มันอารมณ์ขันดีเอฟรอยสิกส์จะเอียร์โซกูตลาวเนี่ยครับทักอิม das Vergnügen können wir ihm öfter machen.พอมาเห็นเสาสองเสาไหมน่ะโอเบียดีเฟลเลดาวุนตาซีดเนี่ยเห็นมั้ยเวลาน้ำลงเราจะสองตัวได้ผูกไว้นั่นดารันบินนเบียไปเอฟเวอุนสลาเกกเนอร์เวนเดอร์ฟลูดคอมดันคอมดีโคโคดีลเฟสเตอร์เยอะแล้ว was hat das mit uns zu tun เฮ้ยเอาไปเสียงดังๆหน่อยนะสอดคอยนะเฮ้ยJackson kennst du die Krokodilnummer What's that siehst du die drei Pfähle da unten der kurze ist deiner oh shit weißt du was das heißt ja das war nochNa, ungefähr 3 Stunden Zeit haben, um hier abzuhauen. Also lass dir was einfallen. Schließlich hast du uns die Suppe eingebrockt. Ich? Wenn du mich nicht überrümpelt hättest. Dann wären wir genauso hier gelandet. Also, wie kommen wir weg? I got it. Simple. Wir brennen die Hütte ab. Und dann? Ja, we split. Abhauen. Wie, durch die brennenden Wände oder was? Oh man, durch den Boden, natürlich.Den Boden können wir auch abbauen, wenn die Hütte nicht brennt. Ja, I guess you're right. Aber es ist nicht so schön. Wo hast du denn ein Messer? Guter ja. Trick. Guck mal, ich. Die Nein, ja.ดูเถ่งเสียงดังๆข่าวเนี่ยบอกแล้วอย่างนี้ก็ดีต่อยกับคาเบียนเนี่ยเลี่ยนเลี่ยนเรื่องจับจับแพ้ไหมไม่รู้สิไม่รู้อีก
ไปสดจะต่อใช่ไหมที่ไหนเนี่ยคุณเข็มเสียงเขาเนี่ยบอกแล้วอย่างนี้พอดีAlso dann, fertig machen zum Schwimmen. Schwimmen? Are you just gonna leave me here on my own? Was willst du damit sagen? Hab ich ganz vergessen, der Typ kann überhaupt nicht schwimmen. Dann braucht man ein Boot. Aber das geht auf deine Kappe, das sage ich dir. Ich würde den Ami laufen lassen. What am I supposed to do? Walk across the water? I look like Jesus Christ or something? Boote gibt bloß da hinten an der Anlegestelle. Kannst du um die Ecke kommen, wie du willst. Es sieht überall gleich aus. Ja, yeah, 1000 canals. Du musst uns bloß noch sagen, welchen wir langfahren sollen. Es geht heading east, nach Osten. Da gibt's das Festland. Ah, dann reich mal deinen Kompass rüber. Ha, ha, ha. That's very funny. Hey, Franz, mach mal Motor aus. Los, rechts ran! Menschen schießen. Keine Sorge, wir spielen bloß Schiffchen verdeckt. Thank you.
Sag mal, wo fährst du eigentlich hin? Ich fahr mal rechts rum und mal links rum. Da musst du mal sehen, wie geradeaus bei rauskommt. That's okay, man. Just follow this channel till the, bis der Fluss anfängt. I follow this channel. So lange wie Diesel im Tank ist. Und der ist jetzt alle. Oh, wieder Falle. Einschlafen. Hoppa. Oh, und jetzt? So, that way. Und wo führt der hin? Doctor's Hospital, natürlich. Aber zuerst holen wir einen Lastwagen. Glaubt ihr, ich gehe den ganzen Weg zu Fuß? Ich werde mich kennen. Gute Besserung. Thanks. Wünsche ich dir auch. Aber ich meine nicht bloß dein Bein. Ach, then get the hell out of here. Sonst werde ich gleich sentimental. Franz, I gotta pay the doctor, man. Hast du noch was von dem $500 übrig? Natürlich, alles. Bis auf den letzten Heller. Jackson, die erste gute Tat in deinem neuen Leben. Thank you. Kapunka. Hey, well, that was my money. Bastards. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Dann machen Sie die Luken dicht. Ja, das wird teuer. Teuer? Was heißt teuer? Ein Viertelmillion Baht. So viel bringt die ganze Fuhre nicht ein. Ich Trottel. Da lasse ich zwei solchen Flaschen aus Europa einfliegen. Die Haare könnte ich mir rauchen. Verdammte Klotzacker. Da, kommen Sie noch. Das wird ja auch langsam Zeit. Hallo Franz. Hallo Günther. Ihr seid wirklich Prachtkerle. Ich wusste, dass man sich auf euch verlassen kann. Na, und wie war die Fahrt? Gab es irgendwelche Zwischenfälle? Nee, warum denn? Na ja, weil ihr so spät kommt, ne? War allerhand los auf der Straße, aber trotzdem, für uns war es eine nette Spritztour, was, Günther? Ja. Sag mal, Freddy, wie kommst du auf Zwischenfälle? War irgendwas Besonderes mit der Fuhre? Nein, warum? Die Frage verstehe ich nicht. Wusstest du, dass Hanpo sich für Teakholz interessiert? Hanpo? Das höre ich zum ersten Mal. Das wäre auch eine Riesensauerei, Freddy. Wenn du davon gewusst hättest. Aber das hätte ich euch doch gesagt. Gut, dann ist doch alles in Ordnung. Weil ich, aber lass mal abladen. Schnell, schnell! Reo, Reo! Du, wir hätten jetzt gerne ein Bier getrunken. Wie ist das mit dem Lohn? Ich dachte, das werden wir alles zusammen machen. Nee, wir machen das immer nach jeder Fuhre. Sei froh, dass wir keine Gefahrenzulage beantragen. Ja, wir teilen uns das schon. Danke, danke. Tschüss, Freddy. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Die zwei sind uitgekookter dan ik dacht.